Wir stehen vor der Situation, dass wir derzeit die Plätze ausbauen, die Zahl der Plätze, die Angebote durch den anstehenden Rechtsanspruch und die Ausstattung der Einrichtungen hinkt jetzt sozusagen dieser Ausbauentwicklung hinterher. Das ist vor allem deswegen besonders problematisch, weil wir bauen ja hier Angebote auf, Hunderttausende, für die Kleinsten der Kleinen, unter Dreijährige, die nochmal ganz andere Anforderungen haben als 5- bis 6-jährige Kinder, die sich schon besser arrangieren könnten oder können, auch mit schlechteren Rahmenbedingungen in einer Einrichtung. Man hat Personal überhaupt nicht auf dem Radarschirm gehabt. Man hat darüber gestritten, wie viel kostet uns das. Und dann ist man zu diesen 12 Milliarden gekommen und zu diesen ominösen Regelungen. Aber dass da ja auch Menschen gebraucht werden und vor allem, dass das System heute schon darunter krankt, dass eigentlich zu wenig Personal in den Einrichtungen ist, erst recht, wenn die Kinder immer jünger werden, das ist, glaube ich, gar nicht gesehen worden. Tagesmütter fehlen uns ja auch vorne und hinten. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir dürfen nicht nur den Blick fokussieren auf die Einrichtungen, sondern gerade bei den unter Dreijährigen. Und es wird ja immer gerne, wenn es dann passt, guckt man ja in andere Länder. Und Frankreich ist ja immer so ein Beispiel, weil die ja angeblich schon viel weiter sind. Die haben auch mehr Angebote. Aber was viele nicht wissen, dass dort in Frankreich die Mehrzahl der Ein- und Zweijährigen nicht in Krippen untergebracht ist, sondern bei Tagespflegepersonen, weil gesagt wird, gerade jüngere Kinder, da ist das eigentlich ein ganz passendes Arrangement. Das heißt, wir müssen, wenn wir über Personal und Qualifikation reden, unbedingt auch über eine Verbesserung für die Kindertagespflege mitreden und die immer mitdenken. Denken Sie nur mal an das bevölkerungsreichste Bundesland, Nordrhein-Westfalen, die hinken ja jetzt schon dramatisch dem Ziel 35% 2013 hinterher, wo wir alle wissen, gerade in städtischen Gebieten liegt der wahre Nachfragebedarf viel höher. Also dort wird es schlichtweg eine Katastrophe geben, es sei denn, und darauf deutet einiges hin, die kommunalen Spitzenverbände versuchen, den Rechtsanspruch zu kippen. Das wird der Bund aber nicht zulassen, weil der Wähler würde sagen, der Bund hat ihn jetzt den Rechtsanspruch genommen. Aber man wird versuchen, Übergangsfristen ins Gesetz hineinzubekommen. Also sagen, ja, okay, Rechtsanspruch, aber gebt uns noch mal 8 oder 9 Jahre Zeit, damit wir irgendwie den Rechtsanspruch, so, um die Kommunen zu entlasten. Ansonsten stehen wir wirklich vor der Situation, dass Eltern, sollten sie besonders hart drauf sein, am 1. August des nächsten Jahres ihr Kind beim Jugendamt abgeben könnten und sagen, hier, du hast eine Betreuungspflicht und komm der bitte mal nach und seh zu, wie du damit klarkommst. Also es ist ein Extremszenario. Wir dürfen auch nicht in eine Situation kommen, wo der Ausbau für die unter Dreijährigen dazu führt, dass man nur um den Schein zu wahren, Angebote strickt, die dazu führen, dass das Kindeswohl der betroffenen Kinder hier unter die Räder gerät. Und vor der Situation stehen wir zumindest in einigen Einrichtungen, wenn nicht sogar in vielen. Damit das nicht falsch verstanden wird, aber 5- bis 6-Jährige sind schon so flexibel, die können auch mit schlechten Rahmenbedingungen, wenn es denn sein muss, ganz gut umgehen, jedenfalls die Mehrheit von ihnen. Aber bei den 2-Jährigen oder 1-Jährigen geht es um eine ganz andere Größenordnung. Da geht es im Prinzip um eine Pflege- und Betreuungsintensität, wie wir sie bei den schwer demenzkranken alten Menschen haben, wo wir übrigens dieselben Personalprobleme haben. Und deswegen warne ich davor und ich wäre lieber bereit zu sagen, lasst uns ein verbindliches Übergangsszenario schaffen, das nicht auf Kosten der Qualität geht, weil das, was wir bei diesen Kindern falsch machen, können wir nicht mehr wieder gut machen.